Zirp, ist Königin Brane wohl auf? Ja, aber seit Vaters Tod ist Mutter nicht mehr dieselbe. Sie hat ihn sehr geliebt. Sein Verlust muss sie sehr schwer getroffen haben. Zirp. Und seit einiger Zeit geht ein ziemlich unheimlicher Mann im Schloss ein und aus. Seitdem hat Mutter gar keine Zeit mehr für mich. Ich denke, da braut sich irgendetwas zusammen. Mir scheint, als würde Mutter etwas ganz Schlimmes im Schilde führen. Doch außer mir scheint niemand im Schloss Mutters Aktivitäten mit Sorge zu sehen. Alle meinen, ich würde nur überreagieren, weil ich Vaters Tod noch nicht überwunden hätte. Und da dachtest du, du könntest dich an mich wenden. Schließlich standen sich dein Vater und ich sehr nahe, Zirp. Ja, ich dachte, wenn ihr vielleicht mal mit Mutter reden würdet, so würde sie euren Worten sicherlich Gehör schenken. Ich wartete also, bis das Theaterschiff aus Lindblom eintraf und damit dann bis hierher gelangen zu können. Durch puren Zufall aber befand sich auf diesem Schiff die Tantalus-Bande, die ihrerseits mit dem Vorhaben nach Alexandria gekommen war, mich zu entführen, und so nahm alles einen Lauf. Es war jedoch niemand anderes als ich, der Tantalus den Auftrag gab, dich zu entführen, Zirp. Bitte? Ich habe deinem Vater damals versprochen, dich zu mir zu holen, falls irgendetwas sein sollte, Zirp. Hier in Lindblom sind wir uns der gespannten Lage in Alexandria schon seit geraumer Zeit bewusst, Zirp. Doch hätte ich etwas Direktes unternommen, hätte dies womöglich noch einen Krieg ausgelöst, Zirp. Bark schuldete mir noch einen Gefallen von früher, so dass ich ihn und seine Bande einschaltete. Ich dachte mir, wenn Tantalus dich entführt und sie dann über alle Berge verschwinden, so wird niemand eine Verbindung zu mir herstellen. Zirp. Und wie die Dinge im Moment in Alexandria liegen, so würde auch niemand unsere Hilfe bei der Suche nach dir erbitten, Zirp. Solange wir uns also nicht in irgendeiner Weise auffällig verhalten, bist du hier vollkommen sicher. Im Dorf Dali habe ich Schwarzmagier gesehen, Seelenlose, von Magie zum Leben erweckte Marionetten. Aber es kommt noch schlimmer. Unter der Schirmherrschaft Alexandrias entsteht dort eine regelrechte Armee von Schwarzmagiern. In welchem Zusammenhang Vivi zu all dem steht, ist mir nicht klar. Aber wenn ich mir ausmale, was geschieht, wenn Mutter diese Armee einsetzt, wir müssen etwas unternehmen, bevor es so weit kommt, Zirp. Doch selbst mit einer Armee von Schwarzmagiern ist Brane kein Gegner für unsere Luftschiffflotte, Zirp. Überlasse alles mir. Ich kümmere mich darum, Zirp. Ich vertraue auf euch, Großherzog. Aber, kein Grund, so förmlich zu werden, Zirp. Ich helfe dir nicht als Staatsherr, sondern weil ich ein guter Freund deines Vaters war, Zirp. Vielen Dank, Onkel Sid. So, dann werden wir mal hier ein bisschen... Ach, doch noch nicht. Ich dachte, wir können uns jetzt ein bisschen bewegen. Wo sind wir hier? Das sind die Luftschiff-Docks, oder besser gesagt das Herz und die Seele unseres geliebten Lindblums, Zirp. Aber sieh, diese Docks sind vollkommen leer. Ja. Nun ja, dieses Dock Nummer 1 hier dient den Schiffsbauern als Werft. Und bis noch vor etwa einem halben Jahr stand hier noch der neueste Mitglied meiner stolzen Flotte. Ein völlig neuer revolutionärer Schiffstypus, der ganz ohne die Kraft des Nebels fliegen kann. Haben etwa dieselben Leute, die euch überfallen haben, auch dieses neue Luftschiff gestohlen? Naja, die ganze Sache war ein bisschen anders. In Wahrheit, Zirp, war da nämlich in einer Bar so ein süßes junges Mädchen. Und ich bin nicht ganz sicher, ob ich verstehe. Fremdgegangen bin ich alter nah nun mal eben. Und in ihrem Zorn hat Hilda mich in diese beschämende Erscheinung verwandelt, Zirp. Und als ob nicht schon genug gestraft wäre, Zirp, ist sie dann auch noch mit der Hildegard 1 über alle Berge geflogen. Seitdem ist sie nicht mehr zurückgekommen, Zirp. Ich habe zwar unverzüglich mit dem Bau der Hildegard 2 begonnen, aber in Gestalt einer Juckzirpe geht die Arbeit nicht recht voran. Ich schäme mich meiner selbst, Zirp. Aber in der Sache mit Königin Brane kannst du dich unbesorgt auf mich verlassen, Zirp. Ja, aber das Südentor ist beschädigt. Eine Passage nach Alexandria also zurzeit nicht, macht dir deswegen keinen Kopf. Die Reparaturen haben bereits begonnen, Zirp. Sobald das Tor wieder funktionstüchtig ist, werde ich dich in Alexandria begleiten, Zirp. Ja, und hoffentlich gelingt es uns dann, Mutter wieder zur Raison zu bringen.
Ich glaube weniger. Onkel Sid? Es ist nichts. Ich war nur damals sehr in Sorge, als ich hörte, das Theaterschiff sei abgestürzt. Zirp. Aber es scheint, als hätte Bark da wirklich einen sehr fähigen Jungen in seiner Truppe. Zirp. Ja, das sind wir tatsächlich. Wir sind tatsächlich fähiger, ein fähiger Junge oder so. Oder so, ey, oder so. Oh, oh, oh. Okay, da ist Vivi. Guten Morgen, Sie dann. Oh, bist wohl ein Frühaufsteher, Vivi. In den Blum geht es ja ganz schön bunt zu. So viele Leute an einem Ort sehe ich zum ersten Mal. Was machen die denn alle, wenn sie mal alleine sein wollen? Hier geht's immer so zu. Und die Leute kommen von überall her. Leute, die Luftschiffingenieure werden wollen. Oder Leute, die Schauspieler im Theaterviertel werden wollen. Das sind wohl alles ganz kluge Leute. Naja, ein paar Taugenichtse und Vagabunden, so wie ich, sind da auch drunter. Aber egal. Irgendwie hat es mich hierher verschleppt und ehe ich mich versah, bin ich bei der Tantalus gelandet. Ihr wohnt alle hier? Ja, im Theaterviertel ist unser Hauptquartier. Ich gehe da jetzt gleich mal hin. Magst du vielleicht mitkommen? Nein, ich gehe mir die Stadt anschauen. Na, wenn das so ist, dann führe ich dich ein wenig rum, okay? Das brauchst du nicht. Ich komme schon zurecht. Jetzt fällt der Gilles. Ich würde dir nur beim Flirten stören, was? Na dann geh und such dir ein süßes Mädel. Muckmeier, erleuchte uns. Das erste Mal beim Schmied. Das ist jetzt wichtig. Da kriegen wir jetzt wirklich wichtige Informationen vom Muckmeier. Chefchen, bringst du mir heute wieder so einiges bei, Kupo? Na logisch, Kleine. Also sperr mal deine Lauscherchen auf. Ausnahmsweise werde ich heute auch noch über die Schmiede einen Vortrag halten. Okay, die Schmieden, über das Schmieden von Items. Unter den verschiedenen Läden gibt es nicht nur die, die An- und Verkauf betreiben, sondern auch Schmieden, die ein völlig neues Item herstellen können. Dafür benötigt man zwei Items, die dann zusammengeschmiedet werden. Natürlich kostet das Geld. Die nötigen zwei Items und die Kosten sind je nach zu schmiedendem Item unterschiedlich. Hier ein paar Beispiele. Organik. Die werden wir uns holen, die Klinge. Benötigt das Item 1, Silenquedea. Benötigt das Item 2, Silenquedea. Kosten 700. Desertstiefel, Lederhut und Lederweste. Kosten 300. Wenn ihr noch nie bei einem Schmied gewesen seid, dann schaut doch mal bei dem in Lindblom vorbei. Da fällt mir was ein, eine vielleicht sehr hilfreiche Information. Vor geraumer Zeit soll es einen legendären Schmied gegeben haben, der ein ultimatives Item schmieden konnte, aber sowohl sein Aussehen als auch sein Aufenthaltsort sind unbekannt. Na gut, Chefchen weiß echt viel, Kupo. Hehe, so ist es. Danke dir, Mogmeier. Eine sehr sensationelle Hilfestellung von ihm. So. Wir werden uns jetzt erstmal nochmal anlegen anschauen. Weil wie mir es aufgefallen ist, wir haben doch. Ja, genau, wir haben zwei Silenquedeas. Kristallarmreif haben wir auch. Okay. Dann gehen wir mal los. War hier vielleicht noch irgendwas für uns? Bis auf das da, dass wir hier vielleicht einen Brief abgeben. Ein Brief für Sie dann, Kupo. Ein Brief von Mock an Artura in Verwahrung. Von Ruby an Sie dann. Kommt ihr bald wieder, No Alexandria? Zurück. Olene, ist es hier so langweilig? Nee, ist es eigentlich nicht. Da ich beschlossen habe, in der Seitenstroß ein kleines Kunsttheater zu eröffnen. Naja, eigentlich war das ja die Idee von diesem Wirt. Der hat dafür glatt seine Kneipe an den Nagel gehängt. Um mich auch dazu überredet. Eine Freundin von dir macht ein Theater auf. Klingt noch viel Spaß, Kupo. Ja. Ich hätte so gerne einen Brief, ich auch, aber... Ah, doch, ich hatte gerade einen.
So, dann gehen wir mal hier runter. Nee, das machen wir nicht. Das lesen wir uns jetzt nicht durch. Zack, bumm. Zack, bumm, bumm, zack, bumm. Zack, 163, chill, bam, bum, bum. Oi. Oi. Okay. So, wir werden jetzt mal in Richtung. In Richtung Einkaufsviertel gehen. Und uns dort das Active Time Event Hinterwäldler Ritter. Oh, Hinterwäldler Rittersteine. Oh yeah. Bum, zack, bum, bum. Diese Stadt ist so groß. Ich weiß schon gar nicht mehr, aus welcher Richtung ich gekommen bin. Scheiße, man. Entschuldigung. Was bist du denn für einer? Und wie läufst du überhaupt rum? Ich habe mich etwas verlaufen und frage mich, ob ihr mich zum Schloss führen würdet. Na, das ist aber ein ganz neuer Aufreißspruch, muss ich schon sagen. Aber bei einer Blechbüchse wie dir muss ich leider strikt ablehnen. Wenn du mit mir ausgehen willst, dann besorg dir erstmal was Vernünftiges zum Anziehen. Hier. Hä? Wie bitte? Aber... Hä? Schweißgurkenverkäuferin. Was denn? Bei dem jungen Ding keinen Erfolg gehabt und jetzt probierst du es bei mir? Naja, aber ich fühle mich trotzdem geschmeichelt. Auch wenn ich nicht deine erste Wahl war. Was zum alles in der Welt sind das für Gurken? Ach so, es ging dir also um die Gurken. Das sind die feinsten Gurken, ganz Lindblums, die köstlichen Schweißgurken. Ja, na, willst du eine? Ist das ein Gestank? Je stärker sie stinken, desto besser schmecken sie. Na, dann nehme ich mal eine. Nicht mal wir Einheimischen essen sie in einem Happen. Die sind ja vorzüglich. Der Steiner, der hat schon so ein Fetisch für Scheiße, muss man echt sagen. Ich glaube, dass da war das Einkaufsviertel. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Wir müssten jetzt hier im Einkaufsviertel dann sein. Ich möchte zur Schmiede, deswegen muss ich mich jetzt erstmal zurechtfinden. Wenn wir geradeaus gehen, dann kommen wir zum hierhin. Genau, und hier war nämlich ein Item. So, hier in dem Bereich. Genau. Ein Zelt. Dann geht's zurück und dann holen wir uns nämlich noch eine Hype Potion und ein Echokraut, wenn wir das überhaupt noch nehmen können, das Echokraut, denn schließlich haben wir 99 Stück von fast allem. Und High Potion, klar, die geht. Und das Echokraut geht auch noch. Geil, sehr tight. Ja, es ist schon... Das macht schon mehr Spaß. So, gehen wir mal nach rechts. In Richtung Laden. Und dann haben wir den Schmieden direkt hier. Aber wir gehen zuerst mal hier rein und schauen uns mal im Waffenladen an, was es so alles gibt, zu kaufen gibt. So, wenn du es beim Jagdfestival auf die vorderen Ränge bringen willst, brauchst du meine Waffen. Dann zeig mal her, was du hast für mich. Okay. Nee, ist nicht für mich. Ist auch nicht für mich. Jagdspeer und Gabel, die brauchen wir nicht. Die nehmen wir auch nicht. Lederarm, Kristallarmreif. Da können wir uns noch... Ich kauf mal zwei. Escutcheon habe ich, glaube ich, schon. Zipfelmütze. Sutus Hut. Zauberküras, holen wir uns mal ein. Lederpanzer haben wir.
Machen wir mal 4 Stück. Zipfelmütze machen wir mal 3 Stück. Einfach, dass wir mal ein paar Items haben. Dass ich die mehr, also öfters da habe. Ich habe das Seidenhemd jetzt an, aber wir haben ja den Lederpanzer hier. Zack. So, dann haben wir noch Kristallarmreife, genau, für alle. Ah, okay. Das heißt, wir hätten hier quasi Xututs Hut. So, dann werden wir uns mal die Schmiede anschauen. Beziehungsweise wir gehen jetzt mal in die Schmiede. Das ist jetzt erstmal das Wichtigere. So, was treibst du da? Das Feuer ist viel zu stark. Du lernst es wohl nie, was? Die Qualität der Waffen hängt maßgeblich vom Feuer ab. Es darf weder zu stark noch zu schwach sein. Sei still, wir haben Kundschaft. Nur mit deinem Mundwerk, da bist du gut. Ja. Da bin ich tatsächlich gut. Ich hole mir aber hier erstmal Escucheon umsonst ab. So, und wie geht es dir so? Kann ich dir was für das Jagdfestival anfertigen? Ja, bitte. Oh man. Ich hätte mir eigentlich noch ein Silent Quedea kaufen müssen. Baumwollkleid. Wüstenstiefel. Auch auf unebenem Untergrund null Probleme. Halbieren die Effekte des Angreifen. Okay. Halstuch. Kristallschild. Aha. Aha. Wir holen uns aber mal die Organik. Dann holen wir uns mal. Zwei Baumwollkleider. Ein Wüstendings da. Zwei Halstücher und zwei davon. Und dann machen wir noch eins davon. Dann machen wir noch eins davon. Dann haben wir alles, was wir haben wollten. Beziehungsweise wir sie haben können. Holen wir uns noch einen Silent Quedea und fertigen quasi damit nochmal einen Aurora an. Um damit dann auch jede Ability und Waffe zu haben. Also ich denke mal, wir haben genug Geld dafür. Genau, ein Silent Quedea können wir uns noch kaufen. Inventar 3, im Inventar 0. Wir brauchen aber definitiv neue 2. Zipfelmützen nehmen wir uns mal. 3 mit Xututs Hut, okay. Ein Lederpanzer. Und das haben wir auch, okay. So. Anlegen. Schwertseele. Okay. Haben wir noch hier einmal. Ah, das ist hier, oder? Okay, Giftung Galle noch. Tontaum und wenn schon, denn schon, ne? Mhm. Das bringt schon einiges, ne? Also hier. Dann würden wir auch das da. Nee, das ziehen wir an, weil dann werden wir unser Ding noch schneller lernen. Unser wenn schon Dingenster Bummenster. Und upsala, das waren meine Zimtsternchen. Dann gehen wir nochmal rüber und holen uns nochmal die. Ah, wie heißt die Scheißwaffe? Nochmal die. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's vergessen. Das war Aurora. Mhm. Ach so. Hm? Aha. Aus einer alten Bratpfanne. Das ist jetzt etwa sein Ernst? Weil. Ich hoffe, das war nicht sein Ernst. Ah. Dann haben wir auch noch was zum Lernen. Hm. Machen wir mal das.
bringt uns mehr. Je mehr wir von diesen Dingern haben, desto besser. Weil dann haben wir ein breiteres Repertoire an Angriffen. Und das wiederum hilft uns auch. Also, von daher keinen Stress. So. Wir fahren jetzt zum Industrieviertel mit der Bahn. Und werden uns da dann noch so einiges abholen. Die Bahn war hier.